dieser Unterwasserwelt verbirgt sich ein großes Geheimnis. Es lebt etwas in dieser Welt, was sich bisher noch nicht gezeigt hat. Was mag es denn sein? Ein Monster? Eine wilde Bestie? Wer weiß das schon? Es wird an der Zeit, dem auf den Grund zu gehen und das Geheimnis endgültig zu lüften. Und herzlich willkommen bei Baschen Aqualife, den Aquaristik-Kanal. Ja, heute ist es soweit. Heute werden wir das große Geheimnis lüften. Naja, sagen wir es mal so, so ein großes Geheimnis ist es ja nicht. Aber ihr wisst ja nicht, wie mein Wetter aussieht, beziehungsweise um welche Art es sich wirklich handelt. Ja, und da freue ich mich schon riesig darauf, denn diese Art, ja, die ich habe, ist eigentlich, ja, ich glaube, sehr gängig. Beziehungsweise der Farbschlag ist wiederum selten. Also den gibt es noch nicht so lange, so wurde mir das gesagt. Und es ist schon was Besonderes in der Hinsicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, euch ihn zeigen zu dürfen. Dementsprechend, was die Einlaufzeit meines Beckens angeht, ja, habe ich nicht so viel Glück gehabt. In letzter Zeit läuft irgendwie ein bisschen immer alles schief, was das Einlaufen angeht. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, man hat ja irgendwo immer eine kleine Pechsträhne, aber ich habe es jetzt wieder hingekriegt. Jetzt habe ich mich doch für einen Filter entschieden, weil das Ganze mir doch ein bisschen zu heikel ist, das ohne Filter betreiben zu lassen. Ich will erstmal, dass das ökologische System stabil läuft und wenn das Ganze wirklich eingelaufen ist, also eine Zeit lang gelaufen ist, ein paar Monate, dann versuche ich es auf jeden Fall ohne Filter. Ich habe auf jeden Fall einen Filter drinne, der für den Kampffisch geeignet ist, mit dem man einstellen kann, sodass er eben halt keine zu starke Strömung abbekommt, denn Kampffische mögen eigentlich gar keine Strömung, beziehungsweise eher wenige Strömung. Zumindest bei der Wildform kann man mit einer leichten Strömung wohl arbeiten, sollte man eben halt noch ein paar Dinge beachten. Ja, im Großen und Ganzen werde ich sagen, schnack ich gar nicht mehr so lange und schaut euch doch einfach das Video an. Also, los geht's! Und hier ist er, der Better in Bellies Stil Grau und Rot, mit dem Namen Odin. Der Better in Bellies, auch kleiner Kampffisch genannt, kommt ursprünglich aus Südostasien vor. In Süd- und Nordthailand auf der Insel Phu Quoc, in Los Borneo und Singapur lebt der friedliche Kampffisch. Er schwimmt in den beheimateten Flüssen, Bächen, Reisfeldern und sogar kleinen Tümpeln. Der Better in Bellies kann eine Größe von ca. 5 cm erreichen. Wird oft mit dem Better Splendens Wildform verwechselt. Der in Bellies mag zur Haltung in Aquarien ein dicht bepflanztes Becken. Schwimmpflanzen sollten ebenfalls nicht fehlen. Am besten sollte man das Becken sozusagen verkrauten lassen, was den hinteren Teil des Beckens angeht. Wasserwerte sollten wie folgt aussehen. Der pH-Wert sollte zwischen 6 und 7 sein, der DGH-Wert zwischen 2 und 8 und die Temperatur zwischen 24 Grad und 28 Grad betragen.
Der Better Embellis bildet nur in der Laichzeit Reviere, die er auch gut gegen andere Eindringlinge verteidigen kann. Grundsätzlich verteidigt er nur das Schaumnest. Theoretisch könnte man den Embellis auch mit kleineren Barbenarten, wie zum Beispiel den Kaifleckbarben, vergesellschaften. Man kann sogar Better Embellis als Pärchen dauerhaft halten. Daraus muss man aber auch sehen, dass das Becken groß genug ist. Eine Kantenlänge von 60 cm wird hier empfohlen. Dementsprechend sollte man für das Weibchen genügend Rückzugsmöglichkeiten darbieten, weil es kann durchaus sein, dass während der Paarungszeit das Männchen das Weibchen zu sehr bedrängt. Was das Futter angeht, kann man den Better Embellis mit Lebenfutter, gegebenenfalls aber auch spezielles Kampffisch-Trockenfutter füttern. Aber auch hier würde ich mehr Lebenfutter empfehlen. Ich zum Beispiel züchte Daphne nebenbei, das wird von den Better Embellis sehr gut angenommen. Die Geschlechtsunterschiede sind so zu sehen. Bei den Männchen ist es so, dass das Männchen deutlich kräftiger gefärbt ist und die Flossen deutlich länger sind als bei den Weibchen. Die Weibchen wirken oft etwas runder als die Männchen. Die Färbung bei den Männchen verläuft meist von blau bis ins tiefschwarz. Bellis sind Schaumnestbauer. Die Vermehrung folgt so. Das Männchen umschlingt das Weibchen und befruchtet die entlassenen Eier. Ab und zu löst sich das Männchen von dem Weibchen und sammelt die befruchteten Eier vom Boden auf und setzt sie ins Schaumnest rein. Ja, liebe Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das wirklich riesengroßen Spaß gemacht, euch sowas präsentieren zu dürfen. Das Ganze vom Aufbau bis zum Einsetzen des Better. Also ich muss sagen, er ist wirklich wunderschön. Er gefällt mir richtig gut und dementsprechend, ja, hoffe ich, er hat euch auch irgendwo in gewisser Weise zugesprochen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr einmal einen Daumen setzen und ein Kommi reinsetzen in der Kommentarfunktion unten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr auf diesem Kanal nichts mehr verpassen wollt und mir noch zusätzlich unterstützen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und dementsprechend, ja, wünsche ich euch hiermit noch schöne Weihnachtsfesttage, auch wenn die Zeit nicht gerade sehr einfach ist, dass es eben halt man sich nicht mit jedem da treffen kann. Macht einfach das Beste daraus. Ja, ist momentan blöd mit dem zweiten Lockdown, aber auch das werden wir rumkriegen und es werden auch sicherlich bessere Zeiten auf uns zukommen. Ja, das war's dann auch schon von mir. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Baby, baby.